So ein Mistwetter. Wir sollten zusehen, dass wir hier so schnell wie möglich fertig werden. Die Kruste auf meinem Mantel beginnt sich schon aufzulösen. Dieselgenerator, wo ist nur der Zucker, wenn man ihn braucht? Hier gibt's einen Tank für Dieselöl. Autsch! Solange der Generator läuft, ist er zu heiß, um daran rumzubasteln. Ich muss ihn irgendwie außer Gefecht setzen. Können wir uns eigentlich noch... Oh verdammt, ich hätte nochmal eben am Nordpol gucken müssen, ob wir uns noch mehr Schnee hätten holen können. Ist der vielleicht so heiß, dass wir die Fackel dran lassen? Ja, das wäre episch. Es wird wirklich höchste Zeit, dass ich Feuer finde. Oh, okay, er hat daran gedacht, dass den ganzen Dieselgenerator... Dieselgenerator? Ach, das Ding erzeugt Diesel, ja, ich verstehe. Auf jeden Fall, er wollte das Ding in die Luft jagen. Damit sollte ich mir etwas vom Diesel abzapfen können. Autsch! So okay. Lange denke ich... Und wenn wir irgendwie das Rohr verstopfen hier, den Auspuff? Ja, es... Nee, und mit dem Ding. Hier gibt's einen Tank für... Ja, okay. Autsch! Ich muss... Was war noch mit dem Setting? Also, ich glaube, Zeit, okay. Okay, dann... Goal ist eben hier hinten reingelaufen. Hier ist wohl außer diesem Dieselgenerator nichts mehr. Na gut, dann gehen wir auch mal weiter. Goal. Platz gut. Das ist der perfekte Platz, um Behältnisse mit Wasser zu befüllen. Oder um blitzgetroffen zu werden. Haben wir ein Behältnis, was mit Wasser gefüllt werden soll? Ein Schlauch. Das ist der perfekte, aber es ist der... Oh, ach so, hier ist eine... Oh, okay. Oh, hier, wie? Isla Obacht heißt das gute Ding. Pumpe. Aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Na super. Ha. Oh Moment, öliges Wasser. Können wir damit vielleicht die Fackeln ein bisschen brennbarer machen? Ich bin nicht hier, um Feuer zu löschen. Im Gegenteil. Wir sind immerhin mitten in einer Rebellion. Ja gut, öliges Wasser könnte auch pures Öl sein. Ne? Ja, naja. Also man kann ja aber auch nur mit der Pumpe interagieren und nicht irgendwie mit dem Zapfding hier oder so. Keine Ahnung. Was sagt man dazu? Jetzt kann ich endlich meine Füße waschen oder meine Zähne putzen oder die Blumen gießen, die ich dem Waisenhaus spenden wollte. Als ob. Ja, aber echt als ob. Kaputter Sender, kaputter Sender. Ich habe das Problem gefunden. Der Sender ist kaputt. Worauf warten wir dann noch? Ab zu Doc damit. Ach was. Das können wir doch nicht Doc bringen. Wir sind doch viel zu clever, um das Doc zu bringen. Wir müssen es selbst reparieren. So können wir hier hochklettern anscheinend, ne? Und ansonsten... Plateau... Isla Obacht, ja. Klettern wir mal hoch oder so, wenn es geht. Na, dann wollen wir mal. Der Kletteraffe. Oh. Ha. Aua. Ja, das ist wirklich aua. Der Funkmast scheint das Gewitter zu verspotten. Und das scheint das Gewitter nur noch wütender zu machen. So ein Trottelgewitter. Können wir eventuell, wenn wir die Fackel hochhalten und dann entzündet sie sich? Keine Zeit für Wetterexperimente. Ich bin hier, um den Sender zu reparieren. Das würde doch bestimmt gehen, wenn wir die Fackel die ganze Zeit über den Kopf halten und dann hochklettern. Dann trifft die Fackel und sie entflammt, ey. Na gut, dann... Was hat sie zu sagen? Hey, Goal! Alles gut bei dir? Langweilig! Was treiben wir hier überhaupt? Keine Sorge, gehört alles zum Plan. Ganz schön gewittrig hier. Ich werde immer vom Blitz getroffen. Ach, du machst das gar nicht mit Absicht? Warum sollte ich mich absichtlich von einem Blitz treffen lassen? Na, um mich aufzuheitern, oder nicht? Oder bist du wirklich so dämlich? Reingefallen. Natürlich mache ich das nur zum Spaß. Na dann, gleich nochmal. Yippie. Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz darüber auf das Plateau stellen? Hä? Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben auf das Plateau stellen? Ja. Warum eigentlich nicht? Was spräche dagegen, sich mitten in einem Gewitter auf eine erhöhte Plattform zu stellen? Also machst du es? Himmel, nein! Für wie naiv hältst du mich denn? Fehlt nur noch, dass du mir einen Kübel Wasser für die Füße hinstellst. Oder mir einen Regenschirm in die... Rufus? Moment mal. Naiv? Kübel Wasser? Regenschirm? Du planst doch nicht etwa, mich als menschlichen Blitzableiter zu benutzen, oder? Kenn ich nicht im Traum drauf. Gut so. Nee, Moment.
Nicht im Traum, aber im Wachenzustand? Zu spät. Mist. Ja, Baby Gull, ich glaube, die wird noch ein bisschen leiden müssen, wenn wir einen Eimer finden. Ganz schön gewiss. Wie kriegen wir bloß... Was fragst du? Du bist doch angeblich der Bastler hier. Bin ich ja auch. Ach ja? Was ist denn überhaupt kaputt? Ist verbogen. Also, die Dinger hier sind ziemlich lose. Und die Elektroschuhe sind senklich und haben an der Elektroschlaufe einen Elektrodoppelknoten. Wenn sie jetzt wirklich denkt, dass er Plan davon hätte, dann ist er noch dümmer als Baby Gold. Ich habe das Problem gefunden. Der Sender ist kaputt. Ja, er wird sie nur sagen, dass... Ich habe das Problem gefunden. Der Sender ist kaputt. Worauf warten wir dann noch? Ab zu Doc damit. Wieso denn jetzt Doc? Ich bin auch ein Bastler. Und ich dachte immer, du kannst Dinge nur kaputt machen. Und ich dachte immer, von da oben müsste man einen guten Überblick haben. Aber ein Plan. Das ist ein bisschen gewitterig. Ganz schön gewitterig hier, was? Jetzt mach dir mal nicht in die Hose. Die Wahrscheinlichkeit, von einem Blitz getroffen zu werden, ist etwa so hoch, wie die im Lotto zu gewinnen. Ha, Stochastik ist was für Leute, die keine Risiken eingehen wollen. Stimmt. Stimmt. Und deswegen wird Rufus... Vielleicht sollte Rufus einmal... Ah, nee, Moment. Die haben ja sogar Lotto gespielt, aber die ganze Zeit verloren. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Gut. Was zum... Ja, das ist so. Also, definitiv ist die Pionier 2 ein bisschen verbuggter als der erste Teil. Ich erinnere mich nicht da, oft auf Bugs getroffen zu sein, aber wenn mich das nicht täuscht, ist das jetzt hier schon der dritte oder so. Mit dem einmal durchs ganze Bild laufen und dass das Ei im Rauhsystem einfach verschwunden ist und vielleicht waren da noch welche, an die ich mich jetzt nicht mehr erinnere, aber. Der unsichtbare Rufus gefällt mir auch nicht schlecht. Können wir jetzt auch irgendwo hinlaufen? Nee. Wir brauchen also einen Eimer und. Fackel könnte eventuell als Regenschirm dienen, aber bin ich mir nicht so sicher. Kaputter Sender mit Fackel. Diese Fackel passt hervorragend zu Phase 1 meines Plans. Alles, was jetzt noch fehlt, ist Feuer. Und Phase 2 bis voraussichtlich 12. Das muss jemand anderes reparieren. Ich kann mich ja schließlich nicht um alles kümmern. Nein, das ist ja auch nicht alles, was gerade angeht. Wie gehen wir jetzt direkt hier da? Denken wir, jetzt sind wir wieder sichtbar, ne? Naja, okay, dann anscheinend sind wir jetzt sichtbar. Das ist doch schön. So, hoch. Kurbel ist aber ganz schön schnell. Doc, ich habe hier was für dich. Ich war beim Funkmast. Der Sender ist kaputt. Woher weißt du das? Weil er verschmort am Fuße der Funkantenne lag. Tatsächlich. Du hast recht. Ich erkenne ja wohl eine verschmorte Elektrik, wenn ich sie sehe. Auch wenn deine Unterschrift fehlt. Kannst du sie reparieren? Schon fertig. Und warum hat das so lange gedauert? Hauptsächlich, weil da ein Lolli-Stiel zwischen den Kontakten klebte. Auf jeden Fall funktioniert das Gerät jetzt. Es muss nur noch auf der Spitze des Funkmasts montiert werden. Ein Klacks! Naja, so ein Klacks ist das wohl, würde ich sagen, nicht, ne? Oh, jetzt sind wir wieder sichtbar. Aber ich wollte gerade noch sagen, müssen wir mal kurz eben speichern und laden, weil irgendwie war es ein bisschen nervig, die ganze Zeit unsichtbar zu sein. Aber okay, ansonsten... Also wir könnten auch probieren, ob sich Baby Gula einfach nur so hinstellen kann, aber... Ich habe so das Gefühl, wir jetzt würden sie, wir dadurch keinen großen Erfolg erzielen, deswegen... Bleibt uns gerade wohl eher mal nichts anderes übrig, außer... Hat Gula was anderes sagen? Hey, alles gut. Mir geht's super. Ja, nö, dann müssen wir wohl doch nach Porta Fisco, was? Na gut, dann kurz mal vielleicht nochmal mit Doc reden. Ah, Rufus. Gibt es schon eine Spur von diesem... Ich komme nicht auf den Funkmast. Ich komme nicht auf den Funkmast. Da kann ich dir leider nicht helfen. Ich arbeite zwar schon seit Jahren an einem Mittel gegen Plattfüße, aber ich bekomme nicht genug Spenderorgane. Ich habe keine Plattfüße. Es liegt an den Blitzen. Jedes Mal, wenn ich den Mast erklimme, kommt so ein meteorologischer Miesmacher und haut mich aus den Latschen. Jedes Mal? Da ist es ja wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen. Und macht mehr Spaß. Ich mach dann mal weiter. Halte mich auf dem Laufenden. Na gut, also... Doc hat wohl auch keinen Tipp und Bose wohl wahrscheinlich gar nicht. Alles klar, Schiffsteuer. Ein. Über deinem ersten Mal. Was ist das für eine Insel? Ja, können wir nochmal fragen.
Was ist das hier für eine Insel? Der Name ist Isla Obacht, aber die Seeleute nennen sie das Höllenloch. Klingt aufregend. Na, das täuscht. Eigentlich ist die Insel nur ein weiterer Haufen Schrott, der aus dem Meer ragt. Sie ist nur auf der Karte, weil es hier immer Unwetter gibt, die man weiträumig umfahren sollte. Also, beeilt euch besser mit eurem Funkmast. Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist eine Havarie. Das ist vielleicht das Letzte, was du brauchst. Das Letzte, was ich brauche, ist rote Beete und Belehrungen. Rote Beete und Belehrungen. Aber rote Beete ist noch schlimmer als Belehrung, ne? Hat er. Zurück an die Arbeit, Matrose. Zurück an die Arbeit. Aber ich bin smart, smart. So, und jetzt fahren wir weiter nach Porta Fisco. Nach Porta Fisco. Mit diesem wunderschönen Kutter, der echt nicht so aussieht, als könnte er überhaupt schnell fahren. Porta Fisco kommt mir irgendwie bekannt vor. War mit schon mal? In einem anderen, also im ersten Teil? Oh, schon wieder. Warum auch immer das passiert. Das ist also Porta Fisco, die einstige Metropole am Rostroten Meer. Ein ganz schöner Drecksladen, selbst für Deponia-Maßstäbe. Und was stinkt hier nur so furchtbar? Du bist es selbst wahrscheinlich. Na gut, nee, in Porta Fisco waren wir anscheinend noch nicht, weil das sieht hier alles relativ neu aus. Aber warum können wir nicht mit der reden, ey? Die sieht doch so aus, als könnten wir direkt mal ein bisschen geldlos werden. Na gut, da sitzt offenbar jemand und frisst Bohnen aus einer Dose. Oder was auch immer er da ist. Brennendes Fass. Ja, ich würde sagen, warum macht man sich so schwer mit Blitzen zu probieren, wenn man das hier hat, ne? Ufus haben Feuer! Das ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee gewesen. Wer weiß, was er damit anstellen will. Und ich glaube, der Gestank kommt von ihm oder da draus. Reden wir mal mit dem guten Gum. Er kommt mir irgendwie bekannt vor. Bekannt? Ganz schön klein, dann vielleicht wird es ein bisschen größer, wenn wir mit ihm reden. Hey da, sozial benachteiligter Zeitgenosse. Muss das sein? Wieso? Ist das nitisch korrekte Terminus? Ich hab Akt, obwohl sich das ziemlich aufgedrängt hat. Mein Name ist Gun. Und wenn du dich über Obdachlose lustig machen willst, dann bist du ja an der falschen Adresse. Keine Sorge, ich bin ein Freund des kleinen Mannes. Des kleinen Mannes? Ja, sein Name ist Wenzel. Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Ach, das hätte ich ja fast vergessen. Versteht ja die Sprache der Bildungselite nicht. Zum Glück bin ich geübt im Ghetto-Slang. Och nee, och bitte mach das nicht. Hey ho, Digger, was geht ab in der Hood? Och, lass das bitte, ja? Ich hab nicht immer auf der Straße gelebt. Ich bin Akademiker. Ah, jetzt verstehe ich. Das hier ist so eine Art soziales Experiment, richtig? Du tarnst dich als Tippelbruder, um die Gebräuche der Tramps zu studieren. Genau. Sehr clever. Fast wäre ich drauf reingefallen, aber nur fast. Zugegeben. Dein Gestank ist authentisch. Aber was dein Benehmen betrifft, da gibt's noch viel nachzubessern. Ich kenne mich gut aus mit den Gepflogenheiten des Ich kann dir einiges beibringen, wenn du mir ein paar Fragen beantwortest. Aber. Keine Widerworte. Ich bestehe darauf. Holy crap. Du siehst hungrig aus. Ist das dein Schirm? Was? Schirm? Ich hätte gerne einen Schirm. Ist das da dein Schirm? Hey, Finger weg. Er ist das Einzige, was ich noch habe. Das Wetter hier am Kai kann manchmal ganz schön unbarmherzig sein. Keine Bange, ich nehme ihn dir schon nicht weg. Ich nehme nur ein paar Modifikationen vor. Er sieht einfach noch zu neu aus. Findest du? Dabei ist bei dem Gewitter neulich der Bein eingeschlagen. So, das sollte reichen. Aber so schützt er mich doch gar nicht mehr vor dem Regen. Jetzt sei mal nicht so undankbar. Ich helfe dir nur, in deiner Rolle zu bleiben. Kann ich den Schirm jetzt nicht nehmen? Könnte ich mir den Schirm mal ausleihen? Spinnst du? Also erst machst du ihn kaputt und jetzt willst du ihn mir ganz wegnehmen. Wenn er kaputt ist, wozu brauchst du ihn dann noch? Als Requisit für meine Rolle. Okay. Wie wäre es mit einem Deal? Ich besorge dir etwas zu essen und du gibst mir den Schirm. Einverstanden? Das würdest du wirklich tun? Na klar. Ich hab dir doch gesagt, dass ich ein Menschenfreund bin. Da brauchen wir also was zu essen, ja? Nun gut.
Wir können ein bisschen Freestylen üben. Wir könnten ein bisschen Freestylen üben. Als Bewohner des Ghettos musst du nur ein Instrument beherrschen. Die Beatbox. Beatbox? Es ist ganz einfach. So. Und jetzt du. Rufus hat den Groove. Rufus hat den Groove, yeah. Wer ist cool, beliebt und lässig, wer kickass erfahrungsmäßig, seine Pläne immer episch, nicht kopierbar, weil genetisch, er ist Rufus. Yeah, yeah, Rufus. Wer ist geiler, weil er steiler geht und Salz bringt wie ein Alpaket? Wer kommt krass und ganz weit rum, wer ist bald auf Elysium? Rufus. Yeah, yeah, Rufus. Bam, bam. Hey, hey, hey! Was, wie? Was soll das denn werden? Ja, ich dachte, ich baue mal einen Break ein. Das ist nicht denken, das ist sich in den Vordergrund spielen. Ach, scheinbar hat es überhaupt keinen Sinn, dir Freestylen beibringen zu wollen. Dabei war der Song so gut, Penner. Boah, ich hab grad die Tränen in den Augen. Oh, ich musste gerade so mein Lachen zurückhalten, sonst hätte ich überhaupt nicht verstanden, was er da gesungen hat. Aber ich fand's gerade einfach nur so genial. Ah, oh Gott, ey. Nein, das war zu gut, ey. So, was stinkt denn hier so? Ja, das wissen wir ja bereits. Hast du zufällig ein Tauchboot vorbeikommen sehen? Ja, das wäre interessant zu wissen. Hast du zufällig ein Tauchboot hier vorbeikommen sehen? Nein, tut mir leid. Ich habe die Schnorchelausrüstung wohl in meiner Winterresidenz gelassen. Zu schade. Du hast gar keine Winterresidenz. Das war Sarkasmus. Du bist wohl ein Blitzmerker. Okay, nie wieder Sarkasmus. Penner benutzen nämlich keinen Sarkasmus. Wieso nicht? Naja. Kannst du mir noch was über Porter Fisco erzählen? Ach, das brauche ich eigentlich nicht wissen. Ich glaube, das erfinde ich. Das finde ich schon so oder so raus. Und dann würde ich sagen, wir brauchen ich was zu essen. Ich richte dich später. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Logen, Digga. Okay. Noch ein Tipp. Niemand mag Klugscheißer. Sagte Rufus. So, da gehen wir nochmal direkt in seine Wohnung oder in die Kanalisation, was auch immer das hier ist.